Zwei Jahre nach dem ersten Kinoerfolg der Kultserie Sex and the City kommt jetzt der zweite Teil auf die Leinwand. In gewohnt stylischen Kleidern stürzen sich Carrie und Co. erneut in aufregende Liebesbeziehungen und glamouröse Abenteuer. Auch bei der Wahl der Fahrzeuge bleiben sie ihrem unverwechselbaren Stil treu. Neben der S-Klasse von Mercedes-Benz fahren Carrie und Mr. Big jetzt auch mit dem neuen E-Klasse Cabrio durch New York. Einen weiteren Auftritt hat der offene Viersitzer bei der Traumhochzeit von Carries schwulem Freund Stanford. Traumhaft inszeniert ist auch der Frauentrip nach Abu Dhabi. Bereits am Flughafen warten weiße Luxuslimousinen von Maybach auf die New Yorkerinnen. Ob auf dem Weg zum Hotel oder zum Shopping, die vier Freundinnen genießen ihren Urlaub in vollen Zügen. Sex and the City 2. Ein Kinofilm, der Stil, Faszination und Eleganz versprüht. Genau wie Maybach und Mercedes-Benz. Zu sehen ab dem 27. Mai 2010 in den Kinos.